der seltenste Emote im ganzen Spiel, Leute. Alter, Leute, ihr seid sowas von krass. Immer wenn ich eine Account-Vorstellung hochlade, melden sich einfach so viele von euch bei mir, die auch wollen, dass ich ihren Account vorstelle auf YouTube und ihn bewerte. Und ich dachte mir so, okay, wenn ihr das Ganze so feiert, wähle ich direkt den nächsten Kandidaten aus meiner Community aus. Und heute werden wir diesen Account hier vorstellen und bewerten. Denn er meinte, er hat nicht nur eine krasse Sache, die ich auf meinem Account nicht habe. Nein, er hat anscheinend richtig, richtig viele Sachen, die ich nicht habe und die auch zudem noch sehr, sehr selten sind. Und ich weiß nicht, ob das Ganze stimmt und deswegen werden wir uns diesen Account heute mal genauer reinziehen. Lasst auf euren Like da und ein Abo, wenn ihr mehr von diesem Format sehen wollt. Und wenn ich auch euren Account vorstellen soll, kommentiert unbedingt euren Epic Games Namen in die Kommentare, Leute. Und vielleicht seid ihr ja als nächstes dran. Aber ich wurde hier gespoilert. Leute, wenn ich euren Account vorstellen soll, dann spoilert mich doch nicht und setzt alles auf No Skin. Wir sehen nämlich hier den World Cup Fishy Skin. Also den Fish Skin mit dem World Cup Stil. Und ihr wisst, der World Cup ist 3 Jahre her. Und diesen Stil konnte man nur vor 3 Jahren freischalten. Das heißt, dieser Account ist schon 3 Jahre aktiv am Start. Sehr, sehr krass. Das heißt, es könnte ein OG-Account sein, Leute. Wir haben hier 100 V-Bucks und Barren Battlesterne sind hier nicht so krass viele am Start. Ist aber nicht so wichtig. Wir gehen mal direkt auf die Karriere und sehen ein Kontolevel von 641. Nicht mal die 1000er-Marke geknackt. Und das soll krass sein, Bro. Ja, wir gucken jetzt einfach mal weiter. Wir gehen mal auf das Profil, sehen hier mal, ob der Liebe aus meiner Community ein kleiner Schwitzer ist. Wer weiß, Leute, könnte ja sein. Solo 6 Siege, Duo 11 Siege und Team 20 Siege. Schreibt mal rein, ob ihr mehr oder weniger Siege habt als er. Ich denke mal, die meisten von euch haben mehr Siege. Also schreibt rein in die Kommentare, mehr Siege oder weniger Siege als er. Also ich habe auf jeden Fall mehr Siege. Ich sag einfach dazu mal nichts. Wir gehen nämlich jetzt direkt auf den Spind. Und was? Unter meiner Facecam könnt ihr es noch gar nicht sehen, Leute. Wir haben hier einfach original klassisch am Start. Original klassisch ist hier drauf. Einfach eine meiner Lieblingsmusikschallplatten. Und dann haben wir hier auch ein Banner ausgerüstet. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein random Banner ist hier. Vielleicht kennt ihr euch ja besser aus als ich bei den Bannern. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein seltener Banner ist, aber es muss ja einen Grund haben, dass er den ausgerüstet hat. Wir schauen natürlich, ob er hier den World Cup Banner am Start hat oder den OG Battle Bus Banner. Ich gucke einfach mal, Leute. Bis jetzt habe ich nichts gesehen. Nee, wir haben hier den Double Pump Banner, aber sonst nichts. Ich denke mal, das ist sein seltenster Banner und den lassen wir einfach mal ausgerüstet und wir gehen direkt mal zu den Musikschallplatten und gucken mal, ob er den OG Remix drauf hat, denn das wäre der Hammer, Leute, wenn er beide meiner Lieblingsschallplatten hier drauf hat. Nee, hat er leider nicht, Leute. Insgesamt 23 Musikschallplatten und hier auch nur original klassisch favorisiert ausrüsten. Wir gehen mal zu den Ladebildschirmen. Insgesamt 106 Ladebildschirme. Uns interessiert ja nur die Season 3 und die hat er leider nicht. Dann würde ich sagen, wird hier natürlich auch der Zufall ausgewählt und wir kommen auch direkt schon zu den Lackierungen. Hier wurde ich auch nicht gespoilert. Hier hat er die schweißfreie Lackierung. Die hat man ja vor kurzem bekommen, als die Server down waren, als Entschuldigung von Epic Games. Wir gucken mal, hat er die Magma-Lackierung drauf? Nee, hat er nicht. Aber wir sehen hier Dreieckslodern, Leute. Dreieckslodern ist drauf, aber nichts Besonderes. Keine seltene Lackierung. Insgesamt 46 Stück. Ich würde sagen, weil Dreieckslodern so hart zum Renegade Raider passt, wählen wir das einfach auf alles an. Let's go. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nicht zu den Tänzen. Wir checken jetzt erstmal wieder die Kondensstreifen ab. Aber bis jetzt hatte ich auch alles auf meinem Account. Also er meinte ja, ich habe vieles nicht von seinem Account. Aber bis jetzt war da noch nichts dabei. Mal gucken, ob er die Wahrheit gesagt hat, Leute. Wir gehen auf die Kondensstreifen und gucken mal, hat er hier die OG Flammen, die OG Kondensstreifen? Habe ich jetzt nicht gesehen. Insgesamt 36 Stück und wir wählen jetzt hier einfach mal Season 3 aus. Keine Ergebnisse gefunden. Digga, willst du mich hops nehmen? Season 4, Season 5. Season 5 sind seine seltensten Kondensstreifen. Dann wählen wir hier einfach mal die Eiskristalle aus. Sehen auch relativ nice aus. Aber wir wissen, Leute, der Account ist 3 Jahre alt wegen dem Fischstäbchen-Skin mit der World Cup-Edition. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu den
Kompetenzen, denn da kann uns schon vieles erwarten. Wir klicken mal direkt mal drauf und gucken mal, wie viele er hat. Er hat 46 Tänze favorisiert. Wenn das jetzt alles wirklich seltene Tänze sind, dann ist es krass. Und Emotes, also Tänze, hat er insgesamt 133 Stück. Sind sehr, sehr viele. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir hier irgendwas Krasses finden. Wir sehen hier auf jeden Fall den Kronen-Emote. Insgesamt nur 0 Kronen. Wow, geht besser, Bro. Wir sehen hier auf jeden Fall einen Tanz aus Season 5, Kapitel 1. Aber sonst sehen wir hier noch den Brüll-Emote aus Season 4, der ja dem letzten noch selten war, aber in den Shop gekommen ist. Nee, ich scroll jetzt einfach mal hier durch, Leute. Und mal gucken, ob wir hier dann gleich irgendwas Krasses sehen, wenn wir das Ganze sortieren nach den Favoriten, Leute. So, ihr hättet jetzt stoppen können, falls ihr irgendwas sehen wolltet. Wir gehen jetzt mal hier auf die Favoriten und wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier so finden, Leute. Wir sehen ja auf jeden Fall Breakdown. Dann den Brüll-Emote. Dab ist jetzt alles bis jetzt noch nicht selten. Elan ist auch nicht selten aus Kapitel 2. Nee. Dann haben wir Endlos-Wippen. Da bin ich mir nicht sicher. Ist aber, glaube ich, auch selten, Leute. Ich schaue mal ganz kurz nach. Okay, nein, Leute. Dieser Tanz ist nicht so krass selten. 99 Tage nicht mehr im Shop gewesen. Also nicht so krass selten. Fernglas ist ja auch nicht mehr selten. Fußwahnsinn auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum diese ganzen Emotes hier drauf sind. Wir gucken einfach mal. Oh, wir haben hier den Schrittwechsel. Ein sehr, sehr seltener Emote. Und der hört sich auch richtig gut an, Leute. Gönnt euch einfach mal. Sieht auch mega nice aus. Also wenn ihr diesen Tanz habt, den Schrittwechsel, dann habt ihr einen seltenen Tanz. Wir gehen mal weiter und sehen hier unten direkt noch den Überschwang. Der seltenste Emote im ganzen Spiel, Leute. Der Überschwang ist drauf. Okay, okay. Er hat mich hops genommen, Leute. Wow. Wow, 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 wow. Was sehe ich denn hier? Er hat den Zisch-Emote. Er hat einfach den Zisch-Emote schon über 3 Jahre nicht mehr im Shop gewesen und insgesamt war der auch nur 2-mal im Shop. Also man konnte diesen Emote nur 2-mal im Shop kaufen. Digga, den sehe ich noch seltener als den Überschwang-Emote. Von der Seltenheitsstufe, also von den Tagen her, ist der hier natürlich seltener. Dann kommt ja der Sauber-Emote und dann kommt Bel-Air. Und der hier ist nicht so selten wie die anderen drei, aber den haben sich so wenige gekauft, weil der ja nur 2-mal im Shop war. Respekt, er hat ihn einfach. Er hat ihn einfach, Leute. Dann haben wir hier noch unmissverständlich aus Season 7. Dann sehen wir hier auch noch ein Spray, als Fortnite 1 Jahr alt geworden ist. Genauso wie hier dieser Emoticon. Sehr, sehr nice. Dann haben wir hier noch den Windig-Emote. Leute, ich würde sagen, wir wählen jetzt die krassen Emotes mal aus und dann gehen wir auch direkt mal zu den Gleitern. Leute, ich habe gerade die seltenen Emotes ausgewählt und mir ist dieser Emote noch aufgefallen. Der Willkommens-Emote, der auch nur 3-mal im Shop verfügbar war und 1000 Tage nicht mehr im Shop war, Leute. Sehr, wie soll ich sagen, langweiliger Emote, aber doch sehr, sehr selten. Genau wie hier der Zisch-Emote, Leute. Sehr, sehr krank. Wir gehen aber jetzt direkt mal zu den Gleitern. Sortieren das Ganze mal nach Season 1 und da haben wir Jolly Roger. Ist ein seltener Gleiter. Nicht so krass, finde ich. Der Marco-Gleiter ist leider nicht drauf. Auch aus Season 2 die Schneeflocke sehen wir hier nicht. Wir sehen hier aber auf jeden Fall noch die Herzensspannweite. Diesen Gleiter konnte man damals in Season 7 an Valentinstag kostenlos bekommen durch irgendwelche Herausforderungen. Er hat 50 Gleiter, was auch nicht so krass viel ist, aber ich bin schon gespannt auf die Spitzhacken und die Skins, deswegen wählen wir hier einfach Jolly Roger aus, Leute. Der seltene Gleiter, der hier jetzt nur auf dem Account ist, also der seltenste Gleiter. Wir gehen jetzt mal direkt zu den Spitzhacken, gucken, ob da irgendwas Krasses drauf ist, Leute. Wir scrollen hier einfach mal durch, damit ihr hier auch alles sehen könnt, aber sehr wenige Spitzhacken, 48 Stück, favorisiert sind 5 Stück. Ah, die seltenste ist hier, glaube ich. Nee, ist keine seltene. Ich weiß nicht, ob die globale Hacke selten ist. Wir wählen die jetzt einfach mal aus, aber Spitzhacken sind mir eh nicht so wichtig, Leute. Und jetzt kommen wir einfach zu den Skins. Ich würde sagen, jetzt gibt es für euch hier epische Musik. Und wir klicken direkt mal auf die Skins. Wir wissen auf jeden Fall schon, dass wir hier den Fischstäbchen in der World Cup Version haben. Dann haben wir hier 4 Skins aus der dunklen Reihe, Leute. Dann haben wir hier noch den Psycho-Bandit. Auch sehr, sehr nice. Nicht krass selten, aber musste man sich auch extra freischalten. Gab es nicht im Item-Shop, Leute. Dann haben wir hier noch Battle Pass-Skins. Einige Battle Pass-Skins, Leute. Den Raben-Skin aus Season 3 ist aber nicht selten. Wir gehen mal weiter nach
unten. Sehen hier den Skull Trooper, vielleicht OG. Leider nicht OG. Wir gehen weiter nach unten. Sehen wir hier irgendwas Seltenes? Wir haben auf jeden Fall den Fischstäbchen-Skin mit seinen Stilen, Leute. Und direkt daneben haben wir den Reflex-Skin. Den haben gar nicht so viele von euch auf den Schirm. Aber der war auch über 3 Jahre lang nicht mehr im Shop. Alter, krank, Leute. Krank, Leute. Zieht euch das mal rein. Wie krass das Ganze hier aussieht. Wie viele Skins hatte er nochmal? 71 Skins hatte er insgesamt. Ist jetzt nicht so viel drauf auf dem Account, aber schon einige wertvolle Sachen und auch seltene Sachen. Wie ihr auch hier sehen könnt, Leute, zieht euch das einfach mal rein, wie er hier den Emote macht oder den Emote hier. Also auf meiner Party Royale Map seid ihr hier auf jeden Fall der King mit so einem Account, Leute. Jetzt würde ich sagen, geben wir mal eine Bewertung ab. Ist nicht viel drauf, ich würde dir aber trotzdem eine 7 von 10 geben. Bewertet auch den Account in den Kommentaren. 1 von 10 ist die schlechteste Bewertung und 10 von 10 ist die beste. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ich auch euren Account vorstellen soll. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, euer Flakes. Ciao.